Hallo, hier ist Michael Albers mit einem Photoshop-Tutorial. Und zwar geht es hier um Bildgröße und Arbeitsfläche. Wir haben hier unter Bild diese beiden Befehle Bildgröße und Arbeitsfläche. Mit beiden Befehlen kann man die Bildgröße eines Bildes ändern. So, was hat es genau damit auf sich? Ich habe hier ein Bild mit bestimmten Ausmaßen und ich möchte gerne das Bild auf die Größe dieses Bildes bekommen. Dieses Bild hat 397 x 768 Pixel und dieses Bild hat andere Ausmaße. Außerdem hat dieses Bild ja auch andere Proportionen. Das ist ja viel breiter als dieses Bild. Ja? Ich könnte jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier einfach sagen, Bild, Bildgröße, mache hier bei Proportionen beibehalten den Haken raus. Und trage einfach hier die Bildgröße ein. 397 768. So, was passiert dann? Ich habe genau die gleiche Größe wie hier auch. Ja, es ist genau gleich groß, aber es ist natürlich verzerrt. Das will ich ja nicht. Ich will ja keine Verzerrung haben. Also muss ich Folgendes machen. Ich muss Rand anfügen. Ja? Wenn ich genau die gleiche Größe haben will, muss ich Rand anfügen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich bringe das Bild auf die gleiche Breite und füge dann oben und unten Rand an. Ich sehe ja, dieses Bild ist höher als das. Also muss hier oben und unten Rand angefügt werden. Also ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe auf Bild. Bildgröße, mache hier wieder Proportionen beibehalten, den Haken wieder rein und gebe die Breite ein von 397 Pixeln. Die Höhe von 768 Pixeln habe ich natürlich jetzt noch nicht. Ne? Aber ich habe die gleiche Breite, 397. So, und die Höhe, die füge ich jetzt mit Arbeitsfläche hinzu. Bild. Arbeitsfläche und hier mache ich den Haken bei relativ raus und gebe jetzt hier meine gewünschte Höhe ein und zwar ist das 768 und jetzt füge ich der Rand hinzu, ja, und jetzt hat mein Bild genau die gleichen Ausmaße wie dieses Bild hier. Aber ich habe eben Rand hinzugefügt. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich das Bild verzerren. Ja, das ist das mit der Arbeitsfläche. Und es gibt bestimmte Internetseiten, in denen, wo man diese ganz genauen Bildgrößen braucht. Und in dem Fall muss man das eben auf die Art und Weise machen. Wenn mein Bild jetzt schmaler wäre, dann müsste ich andersrum verfahren. Ja, wenn das jetzt schmaler wäre von den Proportionen als dieses hier, dann hätte ich zuerst die Höhe geändert und hätte dann die Breite mit Arbeitsfläche hinzugefügt. Dann hätte ich links und rechts Rand angefügt. So, ich hoffe, damit ist das Problem erklärt. Macht's gut, euer Michael Albers.